Es ist schon wieder Montag, hier ist der Flashback. YouTube News mit Mr. Trashpack. Daumen hoch, abonnieren, wenn ihr Bock habt. Das war das Intro und jetzt kommt WhatsApp. Was geht ab, Leute? Willkommen zu WhatsApp. Am Samstag war mal wieder in Köln ein YouTube-Treffen. Und veranstaltet wurde dieses von Bibis Beauty Palace, Dagi Bee, Lime TV und KF. Und genau wie in Hamburg vor 8 Jahren ist auch dieses Treffen wieder vollkommen eskaliert. Aber im Gegensatz zu Hamburg waren dieses Mal zumindest Sicherheitskräfte da, die das Ganze unter Kontrolle gehalten haben. Aber auch dieses Mal musste die Truppe wieder vor den Massen von Fans flüchten. Wirklich Schlimmes ist dort zum Glück nicht passiert. Allerdings sind ein paar Mädels umgekippt, weswegen der Krankenwagen ein paar Mal anrücken musste. Für YouTube-Stars wie Dagi, Bibi, Lion oder auch KF ist es mittlerweile einfach fast unmöglich, ein YouTube-Treffen in der Öffentlichkeit zu machen. Einfach aus dem Grund, weil nicht abgeschätzt werden kann, wie viele Fans wirklich kommen. Und das ist ein Problem. Für die YouTuber hat das Ganze trotzdem Spaß gemacht und ich würde es ja cool finden, wenn es in Zukunft ein bisschen geregelter abläuft, so dass es vielleicht in Hallen verlegt wird und nicht mehr in der Öffentlichkeit stattfindet, da es so wesentlich besser kontrolliert werden kann. Und die gute Bibi hat zu diesem Treffen ein Video gemacht, welches echt mega interessant geworden ist. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Der schwedische YouTuber Rumi hat ein Video über den YouTube-König PewDiePie gemacht. Und der ist ja wie sicherlich einige wissen auch Schwede. Der Song ist mega lustig und geht derbe ins Ohr. His name is PewDiePie. In einer Woche hat der Song rund 700.000 Abrufe gemacht. Und deswegen ist das für mich auch ganz klar der Win der Woche. Link in der Videobeschreibung, schaut ihn euch an. Mega awesome. Geil. Der gute Nino vom High Five hat mittlerweile ja auch seinen eigenen Kanal und dieser nennt sich Ninotaku TV. Auf dem geht es rund um Animes und Mangas. Sein Kanal-Trailer hat er zusammen mit Frodo und LeFloid gemacht und dieser ist fucking awesome geworden. In Kürze erreicht er die 100.000 Abonnenten und das vollkommen zurecht. Deswegen auch mein Kanal-Tipp der Woche, zieht euch den Kanal rein. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Und auch diese Woche haben einige YouTuber wieder grandiose Abo-Erfolge erreicht. Den größten Erfolg durfte diese Woche wohl Simon Desue feiern, denn er hat nun endlich seine 1 Million Abos erreicht. Der gute Marty Fischer aka The Clavy Nova kann sich über seine 200.000 Abos freuen. Und der Boss persönlich zeichnet mit seinem Boss-Up-Kanal nun die 400.000 Abos auf. Glückwunsch an euch alle. Der gute Ungespielt und DocM77 haben 2 Videos zusammen gemacht. Und das wirklich Besondere ist nicht, dass sie 2 Videos zusammen gemacht haben, sondern dass beide Deutsche sind, aber Simon macht Videos auf Deutsch und DocM auf Englisch. Und auf dem Kanal von DocM war Simon mit seinem unglaublich perfektem Englisch. Now we go to first to the enchanting place. You know where it is? Yeah. Leute, schaut euch beide Videos an, vor allem das von DocM, weil Simons Englisch da einfach so saulustig ist. Es ist verdammt schlecht, mega sympathisch und ich glaube, ich würde genauso scheiße sprechen. Deswegen ganz klar Link zu beiden Videos unten in der Videobeschreibung. Ein krasser Tipp von mir. Kürzlich ist ein neuer Kanal aufgetaucht, dieser nennt sich Spielwiese und es ist noch kein Video drauf. Das Krasse ist allerdings, dass dieser schon über 15.000 Abonnenten hat. Und die Frage ist, warum? Und meine YouTube-Partnerkräfte sagen mir, dass es dort am 1.3. losgeht. Und zwar mit Gaming von coolen Leuten. Aber wer könnte das sein? Interessant. Spielwiese, schaut es euch an. Link in der Videobeschreibung. Am 1.3. geht's los. Es wird grandios. Kommen wir jetzt zum Kanal der Woche. Ja, Leute, heute tauschen wir die Bremsbeläge an der Vorderachse. Jetzt nochmal zum Vergleich. Die LED-Rückleuchte zu dem alten Klumpzeug, was da drinnen ist. Ja, Leute, jetzt im Überschlagssimulator. Heilige Scheiße. Alter. Das war's für WhatsApp von dieser Woche. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, dann trotzdem Daumen hoch. Und abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Weiter geht's jetzt hier mit der letzten Good to Know. Hier geht's zur letzten WhatsApp. Und Freunde, ich wünsche euch eine grandiose YouTube-Woche. Schiet euch nicht zu viel Brötchen rein. Sprachspackung for the win. Bis dahin, wir sehen uns am Mittwoch wieder. Peace and out. Whoa.